Zu einer Original-Carbonara gehören nur ganz wenige Dinge. Guanciale, Pfeffer, Parmesan oder Pecorino, Pecorino oder Parmesan oder eine Mischung aus beidem. Eigelb und natürlich Spaghetti. Ich persönlich mag es lieber ein bisschen schmaler und feiner, aber das ist wirklich Geschmackssache. Während der Guanciale knusprig ausbrät, werden die Eier getrennt. Wir brauchen nur die Eigelbe. Jetzt ist es Zeit, die Spaghetti zu kochen. Das Nudelwasser ordentlich salzen. Das Eigelb wird jetzt zerschlagen. Und jetzt wird der Käse eingerieben. Das ausgelassene Fett lassen wir in der Pfanne. Jetzt kommt die Mischung aus Parmesan, Pecorino, Pfeffer und dem Eigelb zu den Nudeln. Und damit das Ganze sich schön bindet und schön cremig wird, kommt noch Nudelwasser dazu. Zum Schluss unser ausgebratener Guanciale dazu.